Pokémon Company hat zwei neue Boxen rausgebracht. Einmal mit Eisenkrieger und einmal mit Donnersichel. Die sind relativ günstig, aber gehören für mich definitiv zu den besten Boxen, die bislang rausgekommen sind. Warum das so ist und warum ihr euch die Teile kaufen solltet, das verrate ich euch in diesem Video. Ach so, und übrigens, wir werden nächste Woche am Dienstag dieses gute Teil hier öffnen. Das haben sich viele von euch schon lange gewünscht. Das Welten im Wandel-Display von meinem Geburtstag. Seid gern dabei, markiert euch schon mal das Datum im Kalender. Das wird eine richtig geile Nummer. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Giga Labastia, den kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Ja, da sind sie also nun schon hier auch. Donnersichel EX und Eisenkrieger EX, die beiden neuen EX-Kollektionen. Früher waren es mal noch wie Kollektionen, jetzt sind wir bei EX-Pokémon anbelangt. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, also die Teile hier könnten wirklich die allerbesten Boxen seit Ewigkeiten sein. Denn in der Vergangenheit haben wir viele von genau diesen Dingern hier ausgepackt. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wir nehmen mal Donnersichel EX, ihr Lieben. Also, was ist jetzt das Geile? Warum flippe ich hier so aus? Warum ist der Giga-Greeby vom Kanal Giga Labastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon, so hebelig? Diese Teile sind bestückt mit wirklich guten Karten. Und das ist eine Sache, mit der ich gar nicht so gerechnet habe. Wir gucken uns die jetzt mal an. Donnersichel und Eisenkrieger. Das sind zwei Pokémon aus Karmesin und Purpur, und zwar aus Zone 0, beziehungsweise sind das Paradox-Pokémon, ja? Das heißt, Zukunfts- und Vergangenheitsformen von Pokémon, die wir bereits kennen. Natürlich, die Ähnlichkeit ist ja offensichtlich, es handelt sich hier um Brutalanda in seiner ursprünglichen Form. 24,99 € ist die unverbindliche Preisempfehlung für diese EX-Kollektionen. Da hat sich nichts geändert, aber ihr bekommt eine EX-Karte von Donnersichel, und zwar auch in XXL-Form. Plus auch noch dazu, und das finde ich immer besonders schön, einmal Wutpilz in einem sehr, sehr, sehr schönen Galaxy-Foil hier. Boah, das glitzert einfach fantastisch. Und außerdem noch die Energiekapsel aus der Vergangenheit. Und auch diese Energiekapsel ist richtig, richtig spielstark. Und die könnt ihr anlegen hier an dieses Donnersichel EX. Das ist vor allem deswegen so stark. Ich zeige euch mal diese große Karte hier davon. Hier sehen wir es auch schon direkt. Ihr könnt nämlich mit dem fieberhaften Ausstechen das gegnerische Pokémon kampfunfähig machen. Donnersichel EX ist dann zwar ebenfalls fast besiegt, hat nur noch 30 KP übrig, aber ihr könnt damit zum Beispiel richtig starke Pokémon wie Glurak EX mit einem Mal ausschalten. Und das kann manchmal schon echt spielentscheidend sein. Dazu bekommt ihr hier noch Paradox Rift zweimal und zweimal Obsidian Flammen. Und ich glaube auch irgendwo hier drin noch eine Codekarte versteckt, damit ihr die drei Promokarten auch im TCG Online, also TCG Live, spielen könnt. Also wie gesagt, mit Donnersichel EX gibt es auf jeden Fall ein sehr spielstarkes Deck. Genauso auch mit Eisenkrieger EX. Das packt man natürlich heute auch noch aus. Aber ich bin halt mega, mega happy, dass ich hier zum ersten Mal, glaube ich, auf meinem Kanal gleich zwei dieser EX-Boxen gleichzeitig auspacke. Normalerweise mache ich immer nur eine, aber ich dachte mir, komm, heute machst du mal zwei davon. Warte mal, ich habe hier noch dieses dumme Plastikding. So, jetzt ist es schon angenehmer. Wir gehen nah ran. Ich sage Unlichtenergie passend zu Donnersichel. Aber es ist Elektro. Aber egal, Donner ist ja trotzdem hier mit Programm. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich heute mal diese andere diesen anderen Untergrund, diese Matte benutze. Der ein oder andere, der schreibt das ganz gern mal rein in die Kommentare und sagt, Mensch, kannst du nicht mal ein bisschen noch was Weihnachtliches jetzt vielleicht nehmen? Jetzt habe ich für Weihnachten zwar nichts, aber das süße Dragoran, dachte ich mir, das ist ja auch nicht so verkehrt, denn ich nehme dieses Video auf vor den Regionals in Stuttgart. Jetzt gibt es erstmal einen Trommelwirbel und die Hoffnung auf First Pack Luck, ihr Lieben. Schauen wir mal. Das kann nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte es gerade noch sagen, jedes Mal, wenn ich Paradox Rift öffne, ziehe ich im First Pack eine Illustration Rare. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir ziehen eine der absolut besten Illustration Rares aus diesem Set. Groudon, Groudon, ich will mich selber noch nicht so ganz festlegen, wie ich es ausspreche. Die sieht so bockstark aus. Was eine hammermäßige Illustration Rare.
Und die gehört sogar in die Top 10, ihr Lieben. Die gehört sogar in die Top 10. Ich hatte euch das Video bereits vorgestellt. Das ist online, könnt ihr euch mal anschauen. Die Preise variieren sicherlich noch ein bisschen. Aber die hier gehört definitiv zu den wertvollsten Illustration Rares. Wenn nicht sogar die wertvollste aus Paradox Rift. Richtig, richtig starke, schöne Karte. Und vielleicht ist sogar noch was Tolles dahinter für uns. Ah, nur ein Zedra King. Aber dass wir die hier ziehen, oh, das ist so gut. Die wollte ich auch unbedingt haben für die Sammlung. Ja, und wisst ihr was? Da nehme ich doch mal meinen Ordner. Whip, zack. Und blätter mal hier hinten rein. Da ist natürlich noch sehr viel frei, werdet ihr jetzt gleich merken. Hier ist Elizeba 95, 96, 97, 98, 99. Hier kommt es rein, das tolle Groudon, Groudon. Ah, schön. Und der Ordner kommt wieder hier rein, wo er hingehört. Nice. Boah, mein lieber Scholli, also es ist, dass wir direkt wieder mit so einer Karte reinstarten, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Feuerenergie rein in Obsidian Flammen, ihr Lieben. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Karten zu holen für mein Masterset. Denn mittlerweile muss ich sagen, bei Karmesin und Purpur sammle ich schon derart exzessiv, dass ich mir überlege, hier und da immer mal den Ordner schon mal passend anzulegen. Kriegen wir einen zweiten Hit? Der Trommelwirbel läuft, ihr Lieben. Erstmal nur Fragruns, dahinter vielleicht noch eine EX oder Full Art. Das ist eine Full Art und was für eine Despota EX. Auch die hat mir noch gefehlt. Eines meiner Lieblings-Pokémon aus der zweiten Generation. Despota hier mit dem Terra-Typ Elektro. Boah, ist das eine krasse Box hier, ihr Lieben. Also ich bin mit richtig Freude heute ins Opening hier auch reingegangen, weil ich mich auf diese Promos gefreut hatte, weil die so spielstark sind, weil ich bald nach Stuttgart fahre zu den Regionals. Und hier ziehen wir noch gleich den nächsten Hit. Eine Full Art Despota-Karte mit Bergschleuderer. 120 Schaden. Dafür legt man die obersten zwei Karten des Decks auf den Ablagestapel und Blitzrandale 150. Und wenn auf dem Pokémon auf deiner Bank mindestens eine Schadensmarke liegt, dann nochmal 100 obendrauf. Sehr schöne Karte hier von Despota. Und wie gesagt, hatte ich noch nicht. Hatte ich mir aber schon so ein bisschen vorgemerkt. Ich wollte sie mir fast einzeln kaufen. Jetzt muss es nicht mehr. Ist das geil? Das ist einfach fantastisch. Oh ja, und ihr Lieben, es wäre natürlich klasse, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, einen Daumen nach oben da zu lassen und schon mal den Kanal zu abonnieren, falls ihr auch ganz neu hier seid. Grüße, wir wollen nämlich, wenn es noch möglich ist, die 7000 knacken in diesem Jahr. Das wäre natürlich fabulös. Also vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Boah, also da hat aber Eisenkrieger jetzt echt gut was aufzuholen. Pflanzenenergie. Let's go. Habt ihr euch diese Boxen denn schon geholt? Schreibt das mir ganz gerne mal in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, hin und weg. Gar keine Frage. Oh, nee, das habe ich schon, oder? Es gibt zwei Gierspenster in dem Set. Eins fehlt mir noch. Und jetzt schauen wir erstmal eventuell auf Hit Nummer 3. Man weiß es ja manchmal nicht. Ist ja alles random. Es ist ja alles random. Mickrick, hallo. Und ein Durengard als normale Holo. Aber die haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube schon. So, nichtsdestotrotz, zwei Hits, das ist vollkommen fein. Ich kann die euch halt wirklich ans Herz legen, ja. Selbst auch für die 24,99 in der unverbindlichen Preisempfehlung, ihr macht nichts verkehrt. Stahlenergie, Schade, Unlicht. Es sind gute Karten und die werden sicherlich auch ein bisschen was wert sein. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, vielleicht kann ich euch das mal hier einblenden. Sollte es schon Preise geben für die Promos? In jedem Falle sind die momentan hoch im Kurs, weil sie auf Turnieren gespielt werden können. Und jetzt hoch im Kurs ist auch die Karte hier dahinter aus Obsidian Flammen. Gladiantri und Darkrai. Okay, aber ich glaube, mit den beiden Hits, vor allem hier auch mit Despota und das Groudon, das haben wir alles geknackt hier aus der Box. So, ja, hier, ne, dann ist ja noch die zweite. Gibt ja diesmal zwei. Ich glaube, das könnte dann auch schon der einzige Grund sein, warum man sagen könnte, ist jetzt noch nicht ganz so das Gelbe vom Ei, dass es gleich zwei von diesen krassen Boxen gibt. Denn sowas geht ja auch stark in den Geldbeutel. Hätten wir eine davon gehabt und eine andere, die irgendwie nicht so toll ist, dann hätte man sagen können, ja gut, dann lässt man die andere halt links liegen. Aber ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, dass die Pokémon Company hier wirklich spielstarke Karten mal mit dazulegt. Ich weiß,
Für Sammler ist das nicht ganz so entscheidend und ich bin mir auch sicher, dass gerade auch Kinder, wenn sie so eine Box bekommen, sagen werden, boah, so viele schöne glitzernde Karten, das ist ja auch schon viel wert. Bei der Epitaph-Box war das zum Beispiel ja auch schon so. Oder die Simsala-Box aus Pokémon 151, die dann auch ohne XXL-Karte dabei waren. Aber ich sehe jetzt nicht den Grund, warum man sagen sollte, nee, also eine spielstarke Karte sollte es aber nicht sein. Aber warum denn nicht? So haben wir alle was davon und wie gesagt, gerade so kommst du auch schneller an die Decks ran, denn diese Karten zu ziehen ist ja auch nicht so einfach, auch wenn ich bei Eisenkrieger schon eine Menge habe. Übrigens, was macht die Karte? Wenn ihr einmal während eures Zuges dieses Pokémon von der Bank in die aktive Position wechselt, dann könnt ihr 2 Schadensmarken auf ein Pokémon des Gegners legen. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Mechanik. Ihr wollt immer wieder tauschen, die Schadensmarken verteilen, kleine Pokémon schnell besiegen, den Gegner stören beim Aufbau und die Energiekapsel aus der Zukunft, die ist da ebenfalls gefordert und gefragt. Denn wenn ihr sie hier anlegt, dann hat das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, keine Rückzugskosten und die Attacken, die es einsetzt, fügen dem aktiven Pokémon des Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu, wobei das nicht ganz so wichtig ist. Ja, dann möchte ich natürlich noch das Eisenfalter nicht unerwähnt lassen. Das kommt hier auch nochmal in einem sehr schönen Holofoil. Hätte nicht sein müssen. Die Pokémon Company sagt aber doch, wollen wir. Ich find's gut. Noch was extra, noch mehr schöne Glitzerkarten für die Sammlung. Kriegst du mehr fürs Geld. Du kriegst mehr fürs Geld als früher, da gab es nämlich meistens nur 2 Karten. So, hier ist nochmal die XXL-Karte. Da gibt es leider bis heute nur, wenn ich mich recht entsinne, diesen einen Ordner vom 25-jährigen Jubiläum. Seitdem gibt es, glaube ich, nichts Offizielles, wo ihr die richtig schön einhüllen könnt. Deswegen überlege ich mir auch schon, einen zweiten mir mal zu holen davon. Ich habe nämlich nur einen und der ist langsam, aber sicher gefüllt mit den ganzen XXL-Karten. Manchmal haben sie ja welche mit dabei gelegt, manchmal jetzt auch nicht. Wie das entschieden wird, kann ich euch auch nicht sagen. Wasserenergie sage ich jetzt aber mal. Ach, und jetzt wird's Unlicht, natürlich. Gehen wir rein in die letzten 4 Booster. Ich mag diese Boxen und ich werde auch mir nochmal Donnersichel holen. Für mich privat. Oh, Meteno, auch spielstark momentan, um das Relaxo-Deck zu kontern. Eisenkrieger habe ich jetzt 4-mal mit dieser Promo. Aoki, Reverse. Haben wir auch schon. Und Trommelwirbel. Illustration Rare. Fragezeichen. Ah, okay, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Ist ja auch ein komplettes Opening. Und Vulkanion, die haben wir leider auch schon gezogen. Ah, diesmal nichts in Paradox Rift. Dafür vielleicht in Obsidian Flammen mit Knattertox. Die Special Illustration Rare habe ich jetzt schon 2-mal. Ich kann euch gar nicht sagen, was mir noch fehlt aus Obsidian Flammen. Pflanzenenergie. Also, natürlich gibt es noch genügend Karten. Was ist hier beim Centering passiert? Entschuldigung. Illustration Rares natürlich. Special Illustration Rares, da fehlt mir auch was. Goldkarten auch. Ja, da wäre sicherlich was Schönes dabei. Das Lapras ist so süß. Manguspector. Cesurio. Und ah, schade. Trotzdem noch eine EX. Jawoll! Taubos EX, auch richtig gut. Fürs Glurak-Deck wird sehr, sehr gern gespielt. Oder ist eigentlich schon ein Must-Have bei Glurak. Denn Taubos EX hat die Fähigkeit Schnelle Suche. Da dürft ihr einmal während eures Zuges euer Deck nach einer Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Und zwar irgendeine. Egal welche. Einfach einmal pro Zug eine Karte, die ihr unbedingt gerade braucht für euren Spielzug nehmen mit Taubos EX. Vorher natürlich, klar, Taubsi mit einem Sonderbonbon in Taubos entwickeln. Ist schnell. Und mit 120 Schaden macht Taubos auch gar nicht so wenig Damage. Das kann manchmal auch recht nützlich sein, gerade gegen Single-Price-Pokémon. Also Basis-Pokémon, die nicht so viele KP haben, wo es mal schnell gehen muss. Kurze Erklärung hier mal fürs Game. Sieht fantastisch aus. Ich habe die Special Illustration ja schon. Die Full Art hatte ich aber noch nicht. Also, richtig schöner Hit hier für mich, auch aus dieser Box. Also, wenn wir jetzt auch hier noch eine Illustration Rare ziehen, dann haben wir aus beiden Boxen eine Full Art und eine Illustration Rare. Das ist ja gigantisch. Also, so eine gute Pullback hatte ich lange nicht mehr. Elektro. Oh, das ist ja fantastisch. Wie gesagt, es ist random. Ihr könnt die Box kaufen und habt dann vielleicht gar keinen Hit mit drin. Ich sag euch aber trotzdem, wegen dieser spielstarken Promokarten, gerade für diejenigen, die das Spiel auch mal spielen wollen, lohnt es sich, diese zu kaufen. Litomiz und jetzt. Das wäre doch gelacht. Das wäre doch gigantisch. Und! Schade. Schade. Ist nur Heraschei. Es ist extrem dick gedruckt hier, auf jeden Fall. Warum auch immer. Haben wir aber schon. Und
ein Xatu, das kennen wir leider auch schon. Ah, egal, ist nicht so schlimm. Man muss ja trotzdem realistisch bleiben, ja? Man darf sich natürlich freuen, wenn man die Hits zieht, aber wenn mal nichts dabei ist, bei mir ist ja sogar was dabei gewesen, dann ist das auch okay. Wir haben ja auch schon Nieten gehabt, so ist es hier nicht auf dem Kanal, ne? Psycho-Energie, letztes Booster, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst eine positive Bewertung da, das ist ein Like. Abonniert sehr gerne den Kanal, würde mich auch freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr euch die Boxen gönnt, ob euch irgendwas fehlt, ob ihr das nicht ganz so nachvollziehen könnt, wenn ihr sagt, naja, aber ich spiele es halt nicht, was habe ich davon? Lasst es mich gerne wissen und jetzt gehen wir rein in das letzte Booster. Ich sage nochmal Wasserenergie und es ist Psycho. Last Pack Luck, kommt schon. Vielleicht nochmal eine Illustration Rare aus Obsidian Flammen fürs Master Set. Die Patrouillenkappe hatten wir eben als Reverse. Diesmal bitte, 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 bitte noch was richtig, richtig Schönes. Lichtel, Trommelwirbel und Amphizell. Und Riffex. Ist nicht so wild, ihr Lieben. Wir haben trotzdem drei tolle Hits gezogen aus 8 Boostern. Das ist mehr als fein und tolle Promos. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und bis dahin. Euer Giga Grilly von Gigalabastia. Ciao, ciao.